Oh. Leute, kennst du das? Wenn ihr zum Urlaub zurückkommt und erstmal chillig 5 Tage in Quarantäne gehen dürft, ja? Auf ganz entspannt. Und euer Zimmer hat einfach wirklich arktische Temperaturen angenommen, ja? Weil die Heizung hier aus war. Und Gerüchten zufolge hat man hier irgendwie in der Zeit Flashbacks zu Iceland bekommen, ja? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eher suboptimale Homecoming-Bedingungen. Quarantäne-Fit ist aber auf jeden Fall auch am Start. Das Ganze mit der Quarantäne ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, ja, weil ich habe eigentlich echt viel zu tun, habe ich gerade gesehen. Also ich wusste schon, aber jetzt sieht man gerade, wie viel es ist, weil ich habe mir jetzt gerade mal wieder so schön aufgeschrieben. Ihr wisst Bescheid, ich bin ja so ein Aufschreibemensch. Und also die Liste ist schon... Ja, das ist nicht so klein. Das sind jetzt alles nicht so Jumbo-Tasks. Also so eine kleine Aufgabe wäre zum Beispiel irgendwie jetzt mal zum DM rennen und sich eine neue Gesichtswash-Seife holen. Keine Ahnung was. Ja, meine ist leer so. Aber eine andere größere Aufgabe zum Beispiel wäre sich einen Job suchen. Ja, weil der gute Junge hier ist arbeitslos. Der hat den Rewe-Job gekündigt, gar keinen Bock mehr gehabt. Und muss sich jetzt mal was als Werkstudent hier irgendwie suchen. Also ich denke, da müssen ein paar mehr Bewerbungen raus. Das heißt... Das wird ein bisschen länger dauern so und ich dachte mir, ich nehme euch jetzt mal bei den paar Sachen mit, die ich jetzt noch in den Semesterferien mache. Ja, bei so den wichtigsten, den vielleicht auch studienrelevantesten, alles was da so in der Ecke so ein bisschen ist, ja. Und mal schauen, wie es läuft. Let's go! Alter, mir ist gerade aufgefallen, das mit dem DM, das geht ja eigentlich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich muss in Quarantäne. Also ich glaube, ich darf da selber gar nicht hin, oder? I don't know, man. Ich glaube fast, da muss ich meine Schwester losschicken. Erstes Problem gelöst. Der smarte Don. First up, Teppich bestellen bei Ikea. Check. Second up, Kurse wählen fürs nächste Semester. Jetzt wird es schon spannender, Leute. Ich war gerade ein bisschen lost. Ich habe gerade schon mal geguckt. Ich glaube, ich habe jetzt meinen technischen Schwerpunkt gewählt, und zwar Chemie. Das war irgendwie gerade irgendwie ein Big Deal, weil die haben da so Alert gemacht von wegen, das kannst du nicht mehr ändern und bist du dir sicher? Und ich so, ja. Ich bin sicher, okay, ja. Das heißt, Chemie wird dieses Semester mein technischer Schwerpunkt. Das heißt, dieses Semester so, also von jetzt an, mein technischer Schwerpunkt. Ich habe schon ziemlich Bock auf die Chemievorlesung, muss ich sagen. Irgendwie, das ist mal ein nicer Mix, eine nice Abwechslung mal zum Rest. Und ja, den Rest muss ich jetzt mal gucken. Oh, ich bin so ein Lappen, ey. Ich habe mich die ganze Zeit versucht, für eine Klausur einzutragen. Obwohl ich ja nicht mal für die Vorlesung eingetragen bin. So ein Depp. So ein Spaß, ey. Jetzt habe ich es gepeilt. Halbe Stunde gewastet. Stupid! Okay, dann. Kurse sind gewählt. Dieses Semester wieder 5 Kurse, glaube ich. Wenn es alles so bleibt wie bis jetzt. Keine Ahnung. Denke, sollte passen so. Aber I don't know, man. Okay, 5 Kurse. Und zwar, wir haben allgemeine und anorganische Chemie. Dann hier Statistics for Business Administration, also Statistik für BWL. Wir haben Economics, Macroeconomics. Also Economics 2, also das heißt dieses Mal Macroeconomics. Im letzten Semester hatten wir Microeconomics. Dann haben wir Kostenrechnung und Production und Logistics als 5. Soweit, so gut. Kurse wählen. Check. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Selbst Outfit. Ja, nicht ganz. Komm, Leute, ich habe mal das T-Shirt an. Was haben wir heute zu tun? Ich habe gestern ein bisschen geslackt. Ich wollte jetzt mal kurz erzählen zum dritten Punkt, was ich jetzt mache, und zwar einen Job suchen. Ne? Ich habe es ja gestern angesprochen. Ja, ein paar Punkte. Und zwar, ich habe mir halt online so einfach mal gegoogelt, ne? Werkstudenten, BWL, was man da so machen kann. Und da gibt es wirklich ein paar schöne Sachen, so, auf die ich auch Bock hätte. Was genau ist, da komme ich gleich zu. Aber was mir direkt dann ins Auge gesprungen ist, fast überall werden solide MS-Office-Kenntnisse ja, gefragt. Und bei den allermeisten Angeboten wird nochmal speziell nach wirklich guten Excel-Kenntnissen gefragt. Ich bin aber wirklich der letzte Legastheniker in Excel. Das heißt, ich muss mir jetzt auch in den Ferien irgendwie ein bisschen die Grundlagen irgendwie so beibringen. Vielleicht auch ein bisschen mehr als die Grundlagen. Damit ich auch dann wirklich sagen kann, ich kann ein bisschen was mit Excel machen so und ich dann nicht komplett am Lügen bin. Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Deswegen ist das auch eine Sache, die ich diese Ferien noch machen werde. Ein bisschen Excel mir anschauen. Und was ich mir da jetzt vorgenommen habe, ich habe mir so mega Bock auf... den Bereich Steuern, Bilanzierung, Buchführung, irgendwas so in die Richtung, was vielleicht auch mit irgendwie noch Unternehmensanteilen, Unternehmensbewertungen zu tun hat. Ja, wobei ich dann eigentlich auch sage, so bei Beratungssachen und so hätte ich auch irgendwie Bock mal reinzuschauen.
keine Ahnung, einfach alles, was so in den Finanzbereich ja irgendwie geht, wo ich ja auch selber interessiert bin, wo ja auch viele Videos hier dazu irgendwie sind, wo ich öfter mal drüber spreche, so als die Richtung. Genau, da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf, das zu machen. Das heißt, ich werde mich hauptsächlich in dem Bereich bewerben, ist ja auch so ein BWL-Bereich, ne? Also ich will jetzt also schon irgendwo einen Job kriegen, wo ich auch wirklich was lerne, was mitnehme, ein bisschen sehe, wie das so läuft. Das alles so, das ist so, oh, wait a minute. Das ist so der Plan für die Jobsuche. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das angeht. Das heißt, ich würde sagen, wir schreiben jetzt die Bewerbung. Ich glaube, ich mache das oben, weil hier unten ist es aufgrund technischer Probleme mit der Heizung wirklich immer noch eiskalt. Deswegen gehe ich jetzt hoch und mache es da. Let's go! Ich habe nicht Bock, sie zu schreiben, aber sie abzuschicken. Ja, da habe ich Bock drauf. Let's go. 2 Stunden später. Nervig. Ich hatte jetzt gerade alles fertig, oder war zumindest dabei, alles fertig zu machen. Ja, meine Bewerbung, mein Lebenslauf, Abi-Zeugnis und dann wollte ich noch diesen Grade Report, ne, von, also Noten-Report von der Uni jetzt noch hinzufügen. Aber jetzt sehe ich gerade dann die Buchführungsklausur, steht da noch gar nicht drin, weil die irgendwie noch nicht fertig. Also da habe ich schon das Ergebnis, ist by the way eine 1,7 für die, die es juckt. Aber das ist noch nicht irgendwie so fertig akkreditiert, das heißt, es steht noch nicht in diesem Report, weil es keine gültige Leistung ist. Ja, und ich glaube, es macht irgendwie nicht so viel Sinn, sich da jetzt zu bewerben, ohne dass die meine Buchführungsklausur sehen, dass ich das auch hatte, das Modul und so. Weil das ist ja genau so ein Steuern-, Buchführungs-, Bilanzierungsding. Und ja, deswegen muss ich jetzt, glaube ich, warten, bis die Buchführungsklausur jetzt endlich jemand fertig akkreditiert ist, ja. Und ich hoffe, der Job ist dann noch ausgeschrieben, ja. Ansonsten muss halt dann die Bewerbung ein bisschen geändert werden. Dann muss man sich einfach bei einem anderen Job bewerben. Mache ich ja sowieso noch. Aber die Bewerbung, die ich jetzt habe, ist, denke ich mal, so die große Foundation. Und weil es ja alles so ähnliche Jobs sind, ja, werde ich halt in die Bewerbung für jedes Unternehmen immer noch ein bisschen anpassen, so. Aber ich glaube, die Hauptarbeit ist jetzt schon gemacht, zum Glück, ja. Deswegen ist es auch kein Drama, wenn der Job jetzt irgendwie nicht da ist, ja. Hoffentlich, mal schauen. Ja. Das war es auch wieder mit dem Video jetzt, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr seid nächste Woche wieder dabei bei einem neuen Video. Freut mich immer wieder, wenn ihr einschaltet. Macht's gut. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.